Von außen wirkt das Gebäude eher unscheinbar, aber durchaus elegant. Doch was sich dahinter oder vielmehr darunter verbirgt, das kann sich sehen lassen. Am Mittwoch eröffnete das erste Unterwasserrestaurant Europas und nach ersten Angaben zeigten sich bereits über 7000 Kunden interessiert und haben Plätze an diesem beeindruckenden Ort reserviert. Es heißt Ander, was auf Norwegisch Wunder bedeutet und liegt an der Südspitze des Landes. Das Konzept dieses röhrenförmigen Gebäudes wirkt einfach, doch bei der Umsetzung warteten Aufgaben, die gelöst werden wollten. Einer der Gründer des Architekturbüros Snøhetta, Kjetil Tredal Thorsen. Die größte Herausforderung aus struktureller und aus architektonischer Sicht war, das Fundament richtig zu machen und es zu schaffen, das Gebäude zu verankern. Denn aufgrund des Volumens will es einfach nach oben schwimmen. Die Konstruktion ist außerdem so geformt, dass sie nach Angaben der Architekten auch sehr rauem Wetter sowie der Welle des Jahrhunderts widerstehen könnte. Das norwegische Architekturbüro Snøhetta hat unter anderem auch das Opernhaus in Oslo entworfen. Und was das kulinarische Angebot betrifft, dreht sich hier natürlich alles um das, was das Meer anzubieten hat. Die Menüs reichen preislich, nach Angaben der Internetseite des Restaurants, von umgerechnet etwa 90 bis rund 230 Euro.